Hallo meine Damen und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Let's Play Project Zomboid. In der letzten Folge sind wir ja so ein kleines bisschen gestorben, aber nur ein bisschen. Inzwischen habe ich mir ein paar Sachen durchgelesen und kann auch ein bisschen mehr. Das setze ich jetzt gleich mal unter Beweis, und zwar gehen wir mal in den Sandkasten rein. Was auch immer das war, löschen. Ich habe gesagt, löschen. Dann machen wir diesmal West Point. Hoffentlich bringt es diesmal etwas Besseres hervor. Okay. Proper Zombies auf jeden Fall. Zombie-Typ normal. Obern, Fokus, Uniform. Ne, nur Obern. Survivors keine. Eigentlich schon. Aber es kommt scheiß drauf. Man kann Sandkasten, wir machen Survival, wir wollen überleben hier. Dann löschen, zack. Gesagt, löschen. Dankeschön. West Point, okay. Wir sind John Clark. Komm, machen wir einfach. John Clark sind wir. So, Bauarbeiter hatten wir das letzte Mal. Wachmann ist eine Nachteule, braucht wenig Schlaf, ist schon mal gut. Polizeibeamter hat Scharfschützengenauigkeit. Feuermann ist der wilde Axtschwinger. Arbeitslos. Ich glaube, wir machen mal einen Feuerwehrmann. Vielleicht kriegen wir da eine Axt, das wäre nochmal was. Meine Axt am Start zu haben, das bringt was. Besser als wie beim letzten Mal gar keine Waffe zu haben. Und das Obligatorische, wir warten mal, bis das Spiel geladen hat. Ich hab das letzte Mal ja ein bisschen Probleme gehabt. Schön schließen. Überhaupt. Schalt mal ein bisschen hoch, was zu finden oder zu machen. Diesmal hoffentlich nicht. Schau mal, das machen wir an. Was haben wir denn hier alles? Wo sind wir denn hier zu Hause? Schöne Nachbarschaft hier. Kann ich ein bisschen. Na gut, dann machen wir mal hier. Ja, als nächstes nehme ich. Fange zu ziehen. Das ist das, was ich das letzte Mal gar nicht beachtet habe. Jetzt auch mal. Vorhänge zuziehen. Vorhänge zuziehen. 9999999999. Ah, Hallöchen. So, mir, Ducktape. Einen Hammer. Damit, wir haben wirklich einen Hammer gefunden. Alles nehmen. Nehmen wir alles mit. Wenn es ein tolles Haus ist, wir werden wahrscheinlich nicht lange hier bleiben. Beziehungsweise, wo waren wir eigentlich nicht? Haben wir hier irgendwas drin? Antibiotikum und alles drum und dran, aber dann war es so schlecht. Dann müssen wir eigentlich sagen, warum bleiben wir nicht wirklich hier? Können wir hier alles zumachen? Können wir vorziehen? Sieht uns nicht mehr. Und bauen. Oh. Treppe, Bar, Möbel, Tisch, Zaun. Okay. Tür, Pizza, Fensterrahmen. Bauen Holz. Haben wir hier irgendwas drin im Kühlschrank zufällig? Was zu essen und ein bisschen trinken? Nicht so viel, aber es macht nichts. Ja, er braucht jetzt natürlich wieder was zu trinken. Ja, wir können noch sagen, hier, bitte einmal. Das hier können wir weg. Duct Tape können wir wegmachen und. Oh. Die beiden bitte in den Behälter reinlegen, dankeschön. Und Rob in den Behälter legen, dankeschön. Den Hammer behalten wir mal, falls irgendwas aufkommt. Ah, die können wir auch anmachen. Das werden wir für nachher gut gebrauchen können. So, jetzt schauen wir mal. Zum Nachbarn möchte ich reingucken. Kann ich denn? Ich weiß mittlerweile ja. Ich möchte dieses Fenster einschlagen. Fange entfernen. Ah.
Sich das kann man jetzt neu. Vorhänge entfernen. Oho. Nehmen wir alles mit zu unserem Haus. Kann ich nicht irgendwie die Tür einschlagen vielleicht? Schade. Ich möchte jetzt nicht die Fenster einschlagen, wenn der Zombie gerade wegläuft. Ah, eventuell. Durchklettern. Dankeschön. Bingo, kein Schwein da. Das heißt, wir werden jetzt ordentlich auf Plündertour gehen. Alles mitnehmen. Alles mitnehmen. Nehmen, dankeschön, 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 dankeschön. Dazu, was haben wir sonst noch? Buttermesser. Ein Küchenmesser. Nice. Primärwaffe ausrüsten, dankeschön. Tote Ratten, Bratpfanne, Gabel, noch ein Hammer. Oh yeah. Haben wir sonst noch irgendwas hier? Da im Ofen haben wir gerade nichts. Hochregal. Landwirtschaft für Anfänger. Meister, aha, hier haben wir Bücher für später. Und hier haben wir. Oh, Duct Tape. Nehmen. Ich würde doch gerne mal behaupten, dieses Haus ist. Oh ja, noch mehr. Nehmen. Eine Weste brauchen wir jetzt gerade nicht. Die können wir später nehmen. Was ich eigentlich gerade suche ist. Wirtschaft für Anfänger, Wirtschaft für Fortgeschrittene. Ist eigentlich sowas wie ein normaler Wandrucksack. Nehmen. Beziehungsweise. Auf den Rücken tragen. Geil. Kann ich noch einen zweiten nehmen? Nehmen. Habe ich jetzt zwei von der Sorte, oder wie? Ding ablegen. Ja, ich weiß, mir ist gerade zu schwer, aber irgendwie. Auf den Rücken tragen. Okay, ich überlade mich gerade hier maßlos. Die zwei. Bitte mitnehmen. Nehmen. Geringfügige Blutung, was? Moment. Zur Bandage reißen. Wo hab ich mich jetzt bitte wehgetan? Bandage, Lagen. Steak, Wasserflasche. Wo sind die Bandagen? Ist das hier? Okay. Bandage. Linke Oberarm. Habe ich mich selbst in den Bein. Okay. Dann machen wir mal kurz zu. Ich weiß so nicht, wie und wo ich mich hier verletzen konnte, aber okay. Ist da irgendwas drin? Garbage Container. Brauchen wir jetzt gerade nichts. Das ist mein eigenes Haus, da muss ich doch reinkommen. Das ist die Spiellogik. Ich komme in mein eigenes Haus nicht rein. So, und ich habe jetzt ein paar Vorhänge noch. Das heißt, ich kann doch bestimmt hier einen anbringen. Lagen anbringen, und das Fenster bauen. Tür, Treppe, Boden, Bar, Möbel. Nein. Einen Laken anbringen. Vorhänge zuziehen. Kann ich das auch hier machen? Bauen? Das geht leider nicht. Na gut, hätte ja sein können. Dann werden wir in die Kühlschrank unser ganzes Essen reinpacken. Food. Ei. Ja, verdammt, so muss ich machen. Hier gehen Behälter rein. Da. Behälter rein. Milchpaket. Was ist genau? Hitzeschlag. Verzweifelt nach Flüssigkeit. Wir essen mal ein Viertel davon. Okay, verzweifelt nach Flüssigkeit, aber ist dem wirklich so heiß?
Dann an Pullover. Gut, den können wir jetzt mal. Und mal ablegen. Es müsste doch ein bisschen kälter werden. Behälter ab. Ein Hühnchen können wir noch in den Behälter reinlegen. Was haben wir sonst noch alles? Eine Hose, haben wir ein Fahrzeug, da haben wir noch. Wasserflasche. Behälter legen. Und den Rest kann man sagen. Immer ein Wandschrank. Da ist ein bisschen Platz, da kann man jetzt sagen. Hier ist Feuerzeug, Behälter. Ducktape in den Behälter. Doofe Schuhe, 1 von 5, was ist denn da so schwer? Nein, was dem. Ja, okay, dann kann man lassen. Behälter legen. Also haben wir 2 Stück, okay. Nehmen die Hälfte. Und lege ihn auf den Rücken. Aha. So wird ein Schuh draus. Sagen wir, das Küchenmesser behalten wir. Das heißt, wir gehen damit jetzt, Moment. Das war's nicht. Wo ist denn? Ah, Schlafzimmer und Vorhänge zuziehen. Da können wir doch noch ein paar Sachen reinschmeißen. Und zwar du, du und du in den Behälter legen. Dann tun wir mal den Nachbarsboot etwas mehr ausrauben. Nicht, dass es jemand hier bräuchte. Unangenehm heiß immer noch. Warum nur so heiß? Mitnehmen. Hier hatten wir doch bestimmt Expertenanleitungen als nehmen. Das Papier, man weiß nicht, für was ich es brauchen könnte, aber ich nehme es mit. Socken, oh, definitiv nein. Ein Gürtel eventuell nehmen. Socken, Zigaretten. Ich habe nicht vor, unseren Keller zum Rauch abzustempeln. Da war alles leer. Landwirtschaft für Anfänger und Landwirtschaft für Fortschrittene, Landwirtschaft für Meister. Nehmen. Langeweile reduzieren, Langeweile reduzieren. Nehmen. 50. Buch, nehmen 1 mit. Newspaper 1. Mein Gott, die letzten Nachrichten sollte man eventuell wissen. Weiß zwar nicht für was genau, aber auch besser als nichts. Ich glaube, ich höre hier hinten was. Alles mit reinnehmen. Yep, hier wird definitiv jemand anklopfen. Was mir gerade ganz und gar nicht gefällt. Hier haben wir schon Gabel, Geschirrtuch. Auch einen Hammer nehmen wir mit, einen Kochlöffel. Zucker und Whisky mitnehmen, alles mitnehmen. Nach ganz schnell raus, würde ich mal behaupten. Komm, scheiß drauf. Die Sachen nehmen wir auch noch mit. Jupp, das war's für mich. Ihr könnt die Bude einreißen, mir ist das egal. Und tschüss. Fast 20 Uhr. Uiui. Mach das Ding zu. Okay. Wir haben noch kein Holz, aber das macht nichts. Und zumindest jede Menge zu essen und zu trinken. Damit sollten wir gut zurechtkommen. Beziehungsweise trinken ist wieder so eine Sache. Oh, na komm schon. Item. Nehmen. Machen wir mal Item, Item, Item. Löffel, Nudelholz, Päckchen, Brokkoli. Nicht alles, was man nicht hier reinschmeißt, sondern fertig essen. Genau, Gabeln. Hier, Buttermesser, das behalten wir mal. Die 3 Gabeln. Legen wir in den Behälter hier ab. Fertiggerichte. Geschirrtuch. In den Behälter. Gürtel, oh Gott, Premier ausrüsten. Weiß nicht für was, aber egal. Behälter bitte legen. Genauso wie das, ja, wobei Nudelholz. Nudelholz ist nicht mal schlecht, das können wir behalten. Die Schüssel legen wir aber hier rein, die brauchen wir nicht. Whisky. Na.
Auch wenn man noch nicht zum Alkoholiker. Betonung auf noch nicht. Bandage, Magazine, Päckchen Brokkoli. Das ist auch nicht. Hier noch Kochtopf. Brete? Oh, hier, das brauchen wir auf jeden Fall in den Behälter reinlegen. Ich habe schon gesehen, wir haben schon einen Kochtopf. Und einen Dosenöffner sogar. Oh, ja. Meine Damen, meine Herren. Das läuft doch gut. Bratpfanne wird noch reingelegt. Was, Magazine? Okay. Kann ich mich denn hier nicht hinlegen? Aber ich kann zumindest was lesen. Gucken für Experten. Ja, ich glaube, das sind nicht, wissen wir nicht. Blatt Papier in den Behälter legen, das Buch in den Behälter legen. Kochen für Experten. Level 4. Ich brauche erstmal Landwirtschaft für Anfänger. Okay. Das heißt, wir haben es Nacht. Wir können in Ruhe lesen anfangen. Zwei. Wie schnell geht das? Drei. Okay. Etwas durstig im Mund. Was sind wir denn gerade? 25. Das dauert gerade ein bisschen ewig lang. Durst heißt, dass du hier auf dem Boden ausgießen. Nein, ich will eigentlich was trinken. Das schläfrig. Jep, dann Moment. Rüste das doch mal sekundär aus. Ah, und dann trinkt er das automatisch, wenn er braucht. Ah, okay. Und wir sind sackmüde. Das heißt, wir brauchen hier nichts mehr anfangen. Wir gehen hier wunderschön schlafen und... Ja, njom, njom, njom. Bisschen gelangweilt, ja gut. Ich würde jetzt eher mal behaupten, wir waren müde. Langweilt. Muss ein paar Heftchen lesen oder so. Aber dafür haben wir ja was. Oh, das ist schon durchgelesen oder was? Na gut, okay. Und er ist etwas hungrig. Er ist morgens. Und er ist hungrig. Na, danke auch. Bandagiert mich schon mal. Okay, gut. Was haben wir denn hier? Wir haben einen Burger. Unglücklich 10. Hunger minus 10. Komm, isst das komplette Ding. Burger ist doch lecker. Genau, perfekt. Das heißt, wir müssen doch vom anderen Haus noch ein paar Sachen holen. Und jetzt Buttermesser. Mehr ausrüsten, den Gürtel. Ah, leer nicht. Option ablegen. Ich möchte lieber das Küchenmesser primär ausgerüstet haben. Und das Buttermesser sekundär. Und damit schauen wir mal, ob wir zum Nachbarn gehen können, ohne einen Zombie aufzustrecken. Da ist schon wieder was trommeln.